Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MyShish. Wir haben heute einen neuen Kopf für euch auf meinem Kanal und es geht um einen der wohl mit am meistverkauftesten Köpfe in Deutschland und meistverwendetsten Köpfe. Nein, es geht nicht um den KS-Apo, sondern es geht um den Funnel und zwar um den Oblaco M. Ich denke, die meisten von euch kennen den Oblaco M. Es ist ja ein klassischer Funnel aus Ton, oben glasiert, kommt hier in so einer, ja, ich finde die Verpackung sehr ansprechend gemacht. Ja, hier steht Oblaco drauf und dann habt ihr hier überall noch so ein paar Bilder. Oben steht noch drauf, welche Version es ist. Es gibt ja den S, den M, den L und dann gibt es ja noch den Mono M, der eine einheitliche Farbe hat und nicht auf Hochglanz lackiert oder glänzend lackiert ist. Auf jeden Fall kommt er in dieser Verpackung. Wie ihr seht, ich habe die Farbe Lemon und hole den jetzt mal raus. So, und da haben wir das gute Stück. Ich zeige es euch mal. Hier oben, wie gesagt, die Glasur. Ja, hier, das Funnelloch fällt aber gleich auf, ist ein bisschen kleiner als beim Merkur und Zeus. Dann habt ihr hier Oblaco, ja, gestempelt und das war es eigentlich auch schon wieder. Ich finde den Kopf ziemlich leicht, im Gegensatz zum Zeus. Der Zeus ist doch ein recht schwerer Kopf, wie ich finde. Und ja, ich weiß, viele sagen es, ich habe es auch schon von vielen gehört, dass der Oblaco ein paar Qualitätsprobleme hat. Was heißt im Genauen Qualitätsprobleme? Die Glasur hier bricht beim Oblaco sehr, sehr schnell und dann fängt er auch relativ schnell an bluten. Ich dachte mir halt immer so, ja okay, wenn das viele sagen, wird es ja schon irgendwie stimmen. Hab mir das deswegen dann den Werkbund Zeus als erstes geholt, dann dachte ich mir aber so, Mensch, wenn den alle so gut finden, holst du dir doch mal. Und dann habe ich mir halt diese Woche gekauft. Ich habe jetzt 4 Köpfe drin geraucht. 4. Und der ist hier überall gebrochen. Überall, der ist hier innen gebrochen, hier außen gebrochen, also der hat richtige Risse in der Glasur. Nur mal hier im Nahen, seht ihr das? Nach 4, der hier ist, der Riss hier ist gleich am Anfang aufgetreten, nach dem ersten Kopf. Das finde ich schon, ja, weiß ich nicht genau, was ich von halten soll, weil wenn ich für einen Kopf 25 Euro bezahle, erwarte ich, dass das anders ist. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, bauen wir das Teil mal, rauchen es und ja, dann sehen wir uns zum Fazit wieder. Vorweg, ich rauche den Kopf mit Alufolie, also er ist geeignet für Alufolie und für Smokebox. Theoretisch für Smokebox, ich zeige euch das. Mein Kopf, ich denke, es ist ein Produktionsfehler. Auf jeden Fall ist mein Kopf zu schmal, beziehungsweise die Glasur oder der Rand ist zu dick. Meine Smokebox passt nicht drauf. Hier, ihr seht es, der wackelt. Diese Phase von der Smokebox rastet hier einfach nicht ein. Steht immer über, dadurch zieht ihr Nebenluft, ja, und dann qualmt er halt nicht. Auf jeden Fall das dazu gesagt, deswegen rauche ich das Ganze mit Alufolie. Bauprinzip ist aber bei beiden das gleiche und deswegen sehen wir uns jetzt hier auf dem Tisch wieder zum Kopfbau. Willkommen zurück zum Kopfbau. Wir rauchen heute den X-Racher Pink Lemonade. Erstmal wie immer schön durchrühren. Vom Tabakfüllvolumen, wenn ihr den Oblaco theoretisch mit Smokebox auf Noppenkontakt baut, nimmt der sich mit dem Werkbund Zeus nicht viel. Sprich, ja, da geht weder mehr, viel mehr rein, noch viel weniger. Also die sind da auf dem gleichen Niveau. Wir lassen dann hier wie immer schön locker, flockig den Tabak reinfallen, am besten ohne, dass das Funnelloch
verstopft wird, beziehungsweise dass der Tabak reinfällt. Ich denke, das reicht. Ich denke, das ist sogar schon ein kleines bisschen zu viel. So. Ich denke. Dann nehmen wir das Ganze wieder. Und wie immer schön ohne Druck. Ja, ihr kennt's. Dann nehmen wir das und verteilen den Tabak so, dass er ja ungefähr überall gleich viel ist. Ja, ihr seht, der Kopf sieht jetzt nicht unbedingt schön gebaut aus, aber das sei euch mal gesagt, das müssen nicht immer Instagram-fähige Köpfe sein. Ja. Die müssen nicht immer perfekt aussehen. Hauptsache ist, dass es qualmt und schmeckt. Und wenn er scheiße gebaut aussieht, dann sieht er scheiße gebaut aus. So, in dem Fall wollen wir ihn doch noch halt ein bisschen schöner machen. Einfach damit das alles ungefähr gleich viel ist. Tabak hier ist immer ein bisschen höher. Mein Gott, das ist jetzt nicht so schlimm. Davon geht die Welt nicht unter. Der Kopf raucht trotzdem. Ohne Druck wie immer schön glatt machen. Was ich dem Oblaco sehr hoch anrechne, ich finde gerade, wenn wir beim Thema Instagram-Köpfe sind, man kann hier wunderschöne Köpfe drin bauen. Ja? Das sieht einfach wirklich klasse aus. So, jetzt haben wir das Ganze, machen hier noch einmal mit dem Taschentuch den Rand sauber. Den Tabak weg. Hier haben wir noch was im Pfannenloch. Und da wir das ja nicht da drin lassen wollen, holen wir das raus, tun das rein. So, jetzt zur Alufolie. Ich benutze hier die vorgeschnittene Somo-Alufolie. Eine Panzer-Alu. Wie gesagt, entweder ihr nehmt da eine Lage Panzer-Alu oder vier Lagen Haushalts-Alu. Ein Panzer-Alu geht aber besser zu spannen. Ob jetzt diese matte Seite oben ist oder diese glänzende Seite oben ist, ist völlig egal, ja. Also, da gibt es ja Leute, die schwören da drauf, dass da die Matte oben sein muss oder die glänzende. Das ist völlig Bums. So, die Folie drauf und dann streiche ich das hier über die Kante vom Kopf und auf der anderen Seite fange ich an zu spannen. Panzer-Alufolie geht da wesentlich einfacher als Haushalts-Alu zu spannen. Und ihr nehmt ihr schön die ganzen raus. So, das lasst ihr alles so noch nicht festdrücken, weil jetzt locht ihr und nach der Lochung spannt ihr das Ganze nochmal nach. Ich benutze jetzt hier eine Schere, einfach aus dem Grund, dass der Lochstecher mir zu kleine Löcher macht. Es ist wesentlich, also ich finde es angenehmer, ihr habt auch einen besseren Durchzug und es geht besser, wenn ihr wenige große Löcher macht anstatt viele kleine. So, das sollte reichen. Sieht nicht schön aus. Ja, das kann man mit dem Lochstecher sicherlich besser. Aber wie gesagt, es geht nämlich um das Aussehen. So, und jetzt fangt ihr an, das nochmal rundherum nachzuspannen. Das ist beim Oblaco gar nicht so einfach. Aus dem Grund, dass der glasiert ist. Bei einem unglasierten Kopf wie im 80 Feet oder 80 Feet 80 geht das wesentlich besser. Ja, das ist nicht perfekt gespannt, aber es geht darum, wenn ihr hier drauf tippt, dass ihr das nicht bis zum Pfannenloch runterbiegen könnt. Kein Loch in der Mitte, weil braucht ihr nicht. Außer euer Durchzug ist total RIP. Dann könnt ihr das machen. So, als nächstes Sieb drauf und dann rauchen wir das. So, willkommen zurück. Kopfbau habt ihr gesehen mit Alufolie. Wir haben drei Black Cocos wie immer drauf und ein Kaminsieb. Und ja, reden wir nicht lange, nehmen wir mal einen ersten Zug.
Was ich als erstes sagen muss: Ihr habt ja gesehen, das Funnelloch ist relativ klein und ist im Gegensatz zum Zeus auch relativ klein. Und es ist auch wesentlich kleiner als das vom Zeus. Aber das macht beim Durchzug absolut nichts. Ich finde, der Durchzug ist trotzdem sehr, sehr gut. Ja, also es kommt auch oft auf den Kopf, viel auf den Kopfbau an, wie ihr die Folie locht und welche Pfeife ihr benutzt, logisch. Aber für die WUKA geht das echt klar. Das ist ein super Durchzug. Zum Geschmack. Mit Alu zu rauchen ist immer noch mal ein bisschen was anderes als mit Smokebox, ganz logisch, weil ihr gebt die Hitze ganz anders, als wenn ihr das mit einer Smokebox tut. Aber trotzdem der Geschmack, also geschmacklich kann ich gegen den Kopf nichts sagen. Ich verstehe in der Hinsicht echt gut, warum der so beliebt ist. Trotzdem, die Qualitätsprobleme schüren mich da. Ja. Ist meiner Meinung nach darf es nicht sein, dass der Kopf nach 5 Köpfen anfängt auseinander zu platzen. Ist jetzt nicht so, dass euch die Glasur abfällt, aber er fängt dann halt relativ schnell an mit Bluten, weil er saugt dann halt die Molasse in sich rein, was ja durch die Glasur verhindert werden soll, und gibt die dann hier unten wieder ab. Hier. So. Und das darf meiner Meinung nach nicht sein. Er kostet genauso viel wie der Zeus, also 24,90. Und beim Zeus bekommt ihr, ist Fakt, mehr Qualität. Es ist einfach so. Zu bauen ist der Oblaku auf jeden Fall leichter als der Zeus. Ja? Also für Anfänger ist er gut geeignet. Keine Frage. Der Zeus ist für Anfänger eigentlich nicht geeignet, weil naja, der ist doch ein bisschen schwerer zu bauen. Der Oblaku ist da schon einfacher. Tabakmenge, wie gesagt, ist ungefähr genauso wie beim Zeus. Durchzug ist auch gut. Wenn wir von den Qualitätsproblemen mal absehen, würde ich sagen, er kann mit dem Zeus mithalten, vom Geschmack und von der Rauchentwicklung und vom Durchzug, aber nicht von der Qualität. Da ist der Zeus eine andere Liga. Sieht man auch jetzt daran, dass meine Smokebox nicht gepasst hat. Ich kenne viele, bei denen passt das, bei mir passt es halt nicht, Pech gehabt. Und von daher, ja, würde ich sagen, nehmen wir nochmal 2 Züge und dann beenden wir das Ganze. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wie immer wieder einschaltet und bis dahin. Macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei Maischisch.